Holy shit. Gebt euch mal dieses massive Sandwich. Knappe 30 Gramm Eiweiß, unter 400 Kalorien, perfekt für unterwegs oder frisch zu genießen. Damit Servus, Grüße, willkommen bei Pausch zu der Küche. Heute zaubern wir dieses geile vegane Sandwich. Ich würde sagen, let's cook, Alter. Für das perfekte Jausenbrot oder auch Sandwich haben wir einige Zutaten am Start, hauptsächlich natürlich gesund. Und zwar Gurke, Salat, Tomate, Paprika plus ein paar frische Kräuter, in meinem Fall Petersilie, von unserer Gemüseabteilung. Dann natürlich zwei Scheiben Brot oder auch Toast, was auch immer ihr bevorzugt. Hier sogar Eiweißbrot, damit wir hier nochmal ein bisschen das Protein aufpeppeln. Und da natürlich Räuchertofu. Ich schwöre euch, in einem Sandwich, Räuchertofu, absolut Killer. Die Soßen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Light Mayo, eurer Wahl. Und in meinem Fall nochmal Sriracha, weil ich absoluter Fan bin. Schneiden wir erstmal das Gemüse. Wir starten ganz simpel. Einfach mal das Gemüse so schneiden, wie wir es auch in eurem Sandwich drin haben. Das ist Tomaten, eigentlich wie bei einem Burger. In dünne Streifen. Das sind dünne Scheiben natürlich. Dann werden die gleich richtig sexy. Dann werden die unser Sandwich gleich komplett aufwärmlich. Ich weiß, Ivanio zum Beispiel ist auch absolut kein Tomatenfan. Wer weiß, vielleicht will er ja auch mal einen Gastauftritt hier starten. Also Ivanio an der Stelle, falls ich dir mal ein schönes Tomatenmehl zaubern soll, sag Bescheid, dann machen wir was Geiles draus. Aber ich feiere Tomaten, haben wenig Kalorien und schmecken eigentlich überall drin richtig gut. Ja, das war jetzt ein bisschen schief geschnitten, aber okay. Können wir jetzt erstmal hier beiseite stellen. Ansonsten Paprika, den schneide ich in dünne Streifen. Das ist hier mal so runter. Dann haben wir schöne, dünne, geile Streifen. Genauso schöne Streifen, wie ich hoffentlich auf der Bühne haben werde. Yeah. Und wir wollen ja unser Sandwich nicht beladen, deshalb eher mit den Zutaten ein bisschen sparen. Könnt euch ja zwei draus machen oder auch drei, je nachdem wie viel Hunger ihr habt. Aber wie gesagt, wir wollen das Ganze ja nicht zuquetschen. Bei Gurke machen wir einfach auch dünne Scheiben. Den Salat kann man halbieren, würde ich sagen, also einfach nur ein bisschen kleineres Stück zupfen, aber ansonsten passt der schon ganz gut. Könnt ihr dann portionieren, wie ihr Bock habt. Aber so ein bisschen kleiner hier kann nicht schaden. Und der Mythos, dass vom Salat der Bizeps schrumpft, der stimmt, glaube ich, nicht ganz. Also ich bin mir nicht sicher, aber geschrumpft ist er von zu viel Salat noch nie. Zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber ich hatte bis jetzt nur positive Erlebnisse und einen positiven Bezug zu Salat, vor allem in der Diät natürlich. Weil so viel Volumen, jetzt zupfen wir hier die Petersilie, den Stiel kann man übrigens auch verwenden, aber ist halt einfach ein bisschen härter. Deshalb verwende ich nur die Blätter, zupfe das aber auch nur grob. Das wird dem Sandwich nochmal eine richtig schöne Freshness verleiten. Also wer noch nicht mit Kräutern in der Küche arbeitet oder generell zu Hause arbeitet, macht definitiv falsch, vor allem viele Gemüsesorten schmecken mit den richtigen Kräutern einfach nochmal so viel geiler. Also da kann man extrem viel rausholen. Und dann die Petersilie einfach schön fein klein hacken. Das geht ganz easy. Wir machen einfach einen guten Haufen. Schneiden zuerst mal grob. Dann kreuz und quer. Da muss man manchmal hinschauen. Man kann sich nicht schneiden, einfach alles fein, säuberlich zerschreddern. Und das Letzte, was jetzt noch klein geschnitten werden muss, ist unser Tofu. Ich schwöre euch, das Ding ist absolut geil. Also Tofu, ich bin so ein krasser Fan, gibt es bei mir eigentlich so gut wie jeden Tag. Und nein, Soja fördert nicht euren Östrogenhaushalt, könnt ihr konsumieren, eigentlich fast so viel ihr wollt.
bei mir täglich auf der Speisekarte. Ich denke, ich habe noch nicht allzu viele Frauenhormone abbekommen. Also meine Brüste sind zwar groß, aber liegt es nicht am Östrogen. Hier, okay, 96, das passt auch optimal. Und der Rest wird natürlich aufgehoben, mit nach Hause genommen, gibt es dann direkt bei mir zum Abendessen. Ich sag doch, ich liebe Tofu. Ich geb's doch zu. Aber wir braten jetzt erstmal an. Bevor es ans Anbraten mit dem Tofu geht, richten wir erstmal die Soße zurecht. Ihr könnt natürlich auch ohne Soße konsumieren, euer Sandwich belegen. Aber ich habe einfach Bock drauf, eine richtig gute Soße reinzuknallen. Deshalb ist Sriracha vor allem in der Diät mega geil geworden. Die hat nur 95 Kalorien auf 100 Gramm. Es gibt unterschiedliche Varianten. Gibt es auch mit Knoblauch, gibt es auch mit Mayo. Deshalb müsst ihr immer darauf achten, welche ihr halt nehmt, weil die auch in jedem Land irgendwie unterschiedlich sind. Aber im Regelfall 6 Gramm und ist eigentlich eine gute Menge. Dazu kommt ein bisschen Light Mayo eurer Wahl. So, nochmal schöne 6 Gramm. Dazu gebe ich noch ein paar getrocknete Kräuter, einfach um es zu verfeinern. Und dann hier mit der Gabel. Und wir haben eine absolut killer Sauce für unser Sandwich. Wir hitzen direkt in unsere Pfanne, benutzen ein bisschen Backtrennspray. Vielleicht ganz wenig, wenn das die Pfanne leicht beschichtet ist, kann man theoretisch auch komplett weglassen. Aber unser Tofu soll eine schöne Crispiness bekommen. Und wir wollen aber trotzdem nicht zu viel Fett verwenden, deshalb dafür optimal. Tofu-Scheiben rein. Vor allem dünneren Stücke brauchen auch echt nicht lange pro Seite, also nach knapp einer Minute haben die eigentlich eine richtig gute Farbe. Die sollen auch nur leicht angebraten werden. Wir haben es theoretisch nochmal frittiert. Enddebel. Aber mit Tofu gibt es auch so viele Optionen, wie man es zubereiten kann. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und nachdem unsere Pfanne noch heiß ist, werden wir es direkt nutzen, unser Brot anbraten, damit es auch getoastet ist. Hier dazu in die Pfanne. Und dann einfach mal kurz jede Seite crossbraten. Und dann können wir auch schon belegen. Also Sandwich ist eine schnelle Angelegenheit, die absolut immer wieder aufs neue Killer schmeckt. Platzieren jetzt mal direkt beide Scheiben hier auf den Teller. Und dann auf Ober- plus Unterseite kommt unsere Soße. Lässt sich perfekt verstreichen. Genauso soll es sein. Auf die obere Seite kommt jetzt erstmal Salatblatt. Ist auch ein bisschen groß. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 geht noch. Nummer 3, okay. Okay, ich denke, ich habe gerade doch die Oberseite zur Unterseite gemacht. Also wir starten mit Salat, dann Tofu. Also ihr seht, da kommt einiges. Es wird ein saftiges Sandwich. Maschallah. Also ihr habt gesehen, den Tofu habe ich nicht gewürzt, einfach weil der geräucherte Tofu in den meisten Fällen schon gesalzen ist und das braucht man dann eigentlich nicht. Dann lege ich hier auf die Seite die Gurken. Das wird jetzt unsere Oberseite, damit die hier auch festhalten. Dann wird der Tofu mit Tomaten getoppt. Ein paar Stück Paprika. Ich glaube, das Stück muss ich austauschen. Liegt sonst nicht gleichmäßig. Wir wollen unser Sandwich so gut es geht belegen, ohne dass es irgendwie komplett auseinanderfällt. Deshalb ist da Fingerspitzengefühl gefragt, was ich eigentlich normalerweise nicht ganz unter Beweis stellen konnte, aber Hauptsache es schmeckt dann nachher. Okay, und zu guter Letzt unsere Kräuter on top. Hier auf die Paprika, hier auf die Gurke. Und jetzt müssen wir es nur noch zuklappen können. Checken wir mal aus. Jawohl. Oi, oi, oi. Das nenne ich doch mal ein geiles Sandwich. Shit. Ja gut, da liegt das Ding und wartet darauf, verspeist zu werden. Von einem lieben, alten, hungrigen Paul Unterleitner. Ja, das Schneiden gestaltet sich das nicht ganz so einfach.
Aber we're getting it done. Okay. Eine Hälfte haben wir auf jeden Fall am Start. Schauen wir, dass wir auf dem ersten Biss direkt alles bekommen. Wow. Alter. Das ist doch mal ein krasses Sandwich. Eine Sache kann man noch dazugeben. Bisschen Ketchup. Holy shit. Also so lässt sich eine Diät definitiv aushalten, wenn man ja so ein schönes Sandwich essen kann. Leider ein bisschen zerfallen, aber you get the point. Das Ding müsst ihr unbedingt nachmachen. Die Soße gibt es leider nicht im Online-Shop von Rocker zu kaufen, allerdings im Supermarkt. Zum Beispiel Hit, Rewe, viele weitere Märkte könnt ihr einfach mal auf der Webseite schauen. Ansonsten checkt den Link in der Beschreibung aus, um ein gratis Exclusive bei Bestellungen über 25 Euro abzusahnen. Komplett gratis bis zu 30 Portionen, absolut for free. Rocker hat richtig geile Supplements. Oder ihr braucht ein paar Proteine oder das ultimative Geschmackspulver für euer Porridge. Seid ihr hiermit definitiv bestes beraten. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat gefallen. Das war's aus Pause und Küche. Keep pumping, keep cooking. Ciao, ciao.